ja, das war's eigentlich schon. Ja. Stimmt, das war alles der Krieger. Was willst du hier, Abenteurer? Haben an der Weißfelsfront nichts verloren. Verschwinde. Was haben wir denn hier? Empfehlungsschreiben der Ritter Horchefort und Franze. Das sind genau die richtigen. Nun gut, du darfst dein Anliegen vortragen. Shit! Ich hatte die falsche Klasse drin. Ah, ärgerlich. Jetzt habe ich 40.000 Erfahrungen verloren. Um gleich zu Anfang eins klarzustellen, Fremde, du bist hier nicht willkommen. Weißenfels. What? Ja, das ist auch richtig. Tankhust. Ja, jede Tankklasse hat irgendwie sowas. Hat so seinen Charme. Um gleich zu Anfang eins klarzustellen, Fremde, du bist hier nicht willkommen. Weißenfels bildet die vorderste Front in unserem heiligen Kampf gegen die Drachen. Da ist Vertrauen ein Luxusgut, das wir uns kaum leisten können. Hier hast du deine Empfehlungsschreiben zurück. Sie haben hier keinen großen Wert. Ich rate dir, auf dem Absatz klar zu machen und nach Hause zu gehen. Wenn du jedoch dein Glück versuchen willst, dann gewähre ich dir aufgrund der Empfehlungen eine einzige Chance. Geh über den Hof hinüber ins Lager und versuche dort, Aiboise von deiner Redlichkeit zu überzeugen. Oder war da oben? Nee, unten. Okay. Warum hat dich Ritter Brunder ja zu mir geschickt? Ich bin zwar die Dienstälteste, doch keineswegs in der Position, über dein Gesuch zu entscheiden. Geh die Stufen im Hof hinauf zum Hospital. Der leitende Arzt Astidien ist einflussreich und zugleich weltoffener als so manch anderer hier. Auf den ersten Blick siehst du kerngesund aus. Was führt dich zu mir? Ah, Empfehlungsschreiben von den Häusern Fortem und Halinate. Damit solltest du dir direkt in der Kaserne vorstellig werden. Ich habe für solche Belange keine Zeit. Ich muss mich um viele Verletzte kümmern. Meine Erinnerung ist noch nicht zurückgekehrt, aber ich spüre, dass ich euch vertrauen kann. Wenn ich nur auf irgendwie. Wenn ich euch nur. Wenn ich nur auch. Was? Wenn ich nur auch irgendwie helfen könnte. Wenn Cid hier ist, müsste Alfino doch auch hier sein. Ich glaube, das steht draußen. Ja, der stand draußen. Wir müssen zusehen, dass wir die Enterprise so schnell wie möglich wiederbekommen. Garuda lässt uns keine Zeit, um lange zu verschnaufen. Was fällt dir ein, hier einfach so hereinzuplatzen? Oh, verstehe, so sieht die Sache natürlich anders aus. Die Familien Fortim und Halinate haben dich also freundschaftlich empfangen. Nun, das kannst du von unserem Haus Durindere nicht erwarten, Abenteurer. Sind hier nicht gern gesehen. Aber gut, mit dem Empfehlungsschreiben in der Hand können wir dich nicht so ohne weiteres abweisen. Ich gestatte dir, bei unserem Herrn Drillemont vorstellig zu werden. Zeig ihm die Empfehlungsschreiben, aber erwarte nicht zu viel. Auch er wird dir keinen herzlichen Empfang bereiten.
Da Gurdana dich zu mir vorgelassen hat, nehme ich an, du hast etwas Wichtiges zu sagen, so sprich. Du willst an der steinernen Wacht nach einem Luftschiff suchen? Bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Seid gegrüßt, Baron Drillemont. Wir sind Gesandte des Bundes der Morgenröte und erweisen euch unsere untertänigste Aufwartung. Wir suchen nach dem Luftschiff, um gegen den Primae Garuda vorgehen zu können. Bei dem Luftschiff handelt es sich um die Enterprise, die rechtmäßig Sid Garland gehört. Er begleitet uns, um sein Eigentum wieder in Besitz zu nehmen, woran Ishgard kaum Anstoß nehmen kann. Sid Garland? Du lebst? Aber du wurdest für tot erklärt. Glaub diesen Hochstaplern kein Wort, werter Drillemont. Sie versuchen, dich einzuwickeln und für ihre zweifelslos anrüchigen Pläne einzuspannen. Wir dürfen ihnen kein Vertrauen schenken. Es ist doch höchst merkwürdig, dass der lange verschollene Sid Garland so plötzlich aus der Versenkung tritt und das ausgerechnet jetzt in der entscheidenden Phase der Rückeroberung der steinernen Wacht. Und was den Bund der Morgenröte anbelangt, so haben wir erfahren, dass er von galerischen Truppen ausgelöscht wurde. Wie leicht ist es da, sich als Gesandte des Bundes auszugeben? Die anderen leichtgläubigen Häuser mögen diesen Betrügern aufgesessen sein, doch das Haus Durindar muss stark sein und Vernunft walten lassen. Ich weiß nicht, was diese Halunken wirklich an der steinernen Wacht suchen, doch ich bin davon überzeugt, dass wir sie nicht passieren lassen sollten. Hab Dank für deinen Rat, Inquisitor. Wie mir scheint, stand ich kurz davor, einen schrecklichen Fehler zu begehen, denn ich war geneigt, die Geschichte der Fremden zu glauben. Doch nun steht mein Entschluss. Ihr drei werdet die steinerne Wacht unter keinen Umständen betreten, bevor wir die Festung nicht zurückerobert haben. So lange können wir nicht warten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Garuda zu voller Stärke findet. Wir müssen einen Weg finden, wie wir Drillemons Vertrauen gewinnen können. Vielleicht sind seine Untergebenen aufgeschlossener als er. Den einzigen Fehler, den er macht, ist nicht uns von Anfang an zu vertrauen. Sei gegrüßt, kannst du mir einen Gefallen tun? Die hohen Herren wären gar nicht erfreut, dass ich eine Fremde um Hilfe bitte, aber die Alternative erscheint mir noch gefährlicher. Einfach durchmarschieren, ja. Aufgrund der starken Schneefälle kommen die Lebensmittellieferungen kaum noch bis zu uns durch. Den Rittern knurren schon ordentlich die Mägen. Wenn ich nicht bald für Nachschub sorge, fressen sie mir die Haare vom Kopf oder zetteln einen Aufstand an. Was wir dringend brauchen, um die Moral zu heben, ist eine ordentliche Portion Fleisch. Südöstlich von hier am Danifenpass wurde ein großer, wohlgenährter, gefleckter Olm gesichtet. Dem würde ich gerne in die Pfanne hauen, also such nach ihm und erledige ihn, wenn du ihn aufgespürt hast. Leider sind seine Haut und sein Fleisch ziemlich zäh, wodurch er zu einem gut geschützten und zum anderen schwer zuzubereiten ist. Wenn du ihn während des Kämpfes mit Apfelessig besprenkelst, kannst du ihn leichter besiegen und sein Fleisch wird schön zart. Ach, in der Höhle, okay.
Oh, der ist schon tot. Wahnsinn. Davon kochen. Ich werde jetzt sofort gehen müssen, ich habe nur was vor heute am Abend. Okay. Wann wolltest du denn? Jetzt dann. Ach so. Na dann. Dann würde ich sagen, Spaß heute Abend. Vielen Dank, bei Raum. Und dann hören wir uns. Die Tage, gehe ich mal von aus. Das auf jeden Fall, ja. Ich guck mal, wie weit ich noch schaffe. Ja, vielleicht da schaffen wir ja Garuda und so noch zusammen. Ach, kommst du dann nochmal wieder, oder? Ja, um 8 vielleicht komme ich wieder. Ach, aber so. Das muss ich schauen. Aber für dich, also, es ist nichts fix. Nein, ich würde sowieso gern. Also es kommt leider darauf an, wenn es vorbei ist. Das klingt irgendwie so, als ob du nicht wirklich Lust hast. Ah, wohl. Das passt schon. Und die kann ich schon wieder nicht schauen. Du wirst ja sehen, wenn ich dann noch online bin. Genau, machen wir es so. War deine Jagd erfolgreich? Die Ritter starren schon ganz gierig auf meine Schenkel, als wollen sie sich jeden Moment auf mich stürzen. Da läuft einem ja gleich das Wasser im Munde zusammen. Ich bereite das Fleisch sofort zu. Ein Moment, kannst du die Olmsteaks an die hungrigen Ritter verteilen? Das lauteste Magenknurren höre ich hier aus dem Speisesaal und aus dem Obergeschoss über uns. Sprich, Markt, was hast du mit dem Koch ausgeheckt? Hast du es etwa auf unsere ohnehin schon knappen Vorräte abgesehen? Bei Holone schmeckt das köstlich. Jetzt fühle ich mich, als könnte ich Bäume ausreißen oder Drachen mit bloßen Händen erwürgen. Hab ich einen Kohldampf? Krieg ich noch einmal etwas Anständiges zu essen, bevor ich wieder draußen in der Kälte gegen die Drachen kämpfe? Fleisch? Ich werde nicht mehr. Holone segne dich, meine Gute. Das ist das Großartigste, was mir seit langem widerfährt.
später. Bis später. Ciao, ciao. So. So, Inke Mortel. Wie soll man das tägliche harte Training durchhalten, wenn man nicht mal was Anständiges zwischen die Zähne bekommt? Danke, das ist wirklich nett von dir. Endlich zeigt sich mal jemand erkenntlich dafür, dass die Ritter der Familie Durindar hier ihre Köpfe für die anderen Häuser hinhalten. Puh, da ist mir aber ein Stein vom Herzen gefallen. Ich dachte schon, die Ritter gehen vor Hunger auf die Barrikaden. Aber jetzt sind wieder alle gut gelaunt. Es ist erstaunlich, wie gutes Essen die Moral stärkt. Hier, eine Portion ist noch übrig. Kannst du sie bitte zu Senota im Hospital bringen? So rührend, wie sie sich andauernd um die Verwundeten kümmert, hat sie sich eine ordentliche Mahlzeit verdient. Entschuldige, aber bitte lenk mich nicht ab. Ich muss mich auf die Behandlung konzentrieren und das fällt mir mit leerem Magen schon schwer genug. Für mich? Wie aufmerksam von dir. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal gegessen habe. Das schmeckt köstlich und gibt mir neue Kraft für meine Arbeit. Vielen Dank. Nimm mal das. Das Ritterbrot. Die Frage, wo ist hier die nächste? Müsste eigentlich auch hier sein. Hier nicht. Der will nur Triple Triad spielen. Ach, Sid. Ja. Ein mächtiger Feind. Auf ein Wort, Solus. Ich bin es leid, hier tatenlos herumzustehen und möchte mich irgendwie nützlich machen. Deshalb habe ich mir vorgenommen, einen neuen Destillierapparat für das Hospital zu konstruieren. Es ist schon seltsam, dass ich genau weiß, wie ein solcher Apparat aufgebaut ist und mich trotzdem kaum an meine Vergangenheit erinnere. Vielleicht hilft die praktische Arbeit ja meinem Gedächtnis ein wenig auf die Sprünge. Um den Destillierkolben fertigzustellen, brauche ich noch 3 Eishexagon-Essenzen. Kannst du sie mir bitte besorgen? Mit den Essenzen kann ich einen Kälteschutz konstruieren, der den Betrieb des Destillierkolbens selbst in dieser eisigen Umgebung ermöglicht. Das mag dir widersprüchlich erscheinen, doch ich werde dir beweisen, dass es funktioniert. Oh lol. Weiß ich auch noch nicht. Eishexagone, hier.
Und einen noch. Vielen Dank. Hast du die Essenzen, um die ich dich gebeten habe? Was für ein faszinierendes Gerät. Das soll ein Destillierapparat sein? Es sieht so seltsam aus. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie die Maschine funktionieren soll, aber sie sieht sehr beeindruckend aus. Wenn dieser Apparat tatsächlich so effektiv ist, wie unser Gast behauptet, wird er unsere Arbeit stark vereinfachen. Denk nur an die Medikamente, die wir damit herstellen können, und an die Leben, die wir damit retten werden. Ja, wohl wahr. Hütet euch vor den Verlockungen dieser Fremden, denn sie sprechen mit gespaltener Zunge. Achso, das war er. Hütet euch vor diesen Fremden, sie sprechen mit gespaltener Zunge. Sie wollen euch in Versuchung führen, um euer Vertrauen zu erschleichen. Doch bedenkt, dass sie sich gegen die Inquisition gestellt und einen mutmaßlichen Heretiker verteidigt haben. Wirklich? Wirklich? Hallone sei Dank, Inquisitor, dass ihr gerade noch rechtzeitig erschienen seid, um uns zu warnen. Wir standen kurz davor, uns von diesen Ungläubigen einwickeln zu lassen. Und dabei war das nicht mein Heretiker. Warum ist er bloß so versessen darauf, uns Steine in den Weg zu legen? Was haben wir ihm getan? War es so schlimm, dass wir Ritter Franzl verteidigt haben? Ich fürchte, wir haben uns einen mächtigen Feind gemacht. Das war eine Stufe 39er Quest. Oh, eine 40er Quest. Ja, okay, da muss ich jetzt leider erst in Dungeon gehen. Wir können Stufensteigerung machen. Ich hoffe, das reicht. Ich war damals weit voraus wegen dem XP-Bonus. Ja, ich hätte jetzt auch noch einen. Wow. Ich hätte jetzt auch noch meine 50er, aber... Waren die schon immer so große Viecher? Oder so.
Oh, er hatte ihn noch gar nicht. Ich habe nur so gesehen, er hat den angegriffen, okay, da kann ich loslegen und dabei war es noch gar nicht so weit. Ja. Klein Ding mit uns vor der Referenz. Ja, die ist schon richtig. Der sieht lustig aus. Thank you.
So. Erster Molch tot. Zweiter Molch. Auch mal ein bisschen eingreifen. Sehr schön. 40. Das heißt, ich kann die Klassenquest machen. Das war schon. Nicht? Ich finde den Dragoon eigentlich cool. Ich finde die Ausrüstung sehr schick. Die er später bekommt. Und es passt halt zu Heavensword, ne? Das ist ja auch nochmal das Ding. Noch voll bekommen. Ich warte mal noch ein bisschen ab.
Nee. Machen wir den noch. Dann machen wir den. Sehr schön. Auf die Gruppe stellen. Ja, nee. Das mach ich passend drauf. Ja, mach ich passend. 40, kurz vor 41. Okay. Dann sieht der Plan wie folgt vor. Wir machen unsere Dragoon Quest. Winziger Jobrüstung, also die blaue finde ich immer noch am besten. Ja, ja, die genau die meinte ich. Die blau schimmernde Dragoon Rüstung. Ich finde die cool. So, das ist ein Owl, okay. Theoretisch könnte ich auch. Ah ne, die Höhle ist ja gar nicht. So kann ich natürlich auch. Es geht schneller. Uptown, okay. Späte Vergeltung. Ah, schade, ist nicht der Bahamut Fate. Ja, es gibt ja auch eine Variante, die man generell färben kann. Kann man ja eintauschen in Madonna dann. Ist sie ja färbbar. Schwarze, ne? So, was kriegen wir? Ach, Schicksalsdorn, ja, brauchen wir auch nicht. Ist auch so ein dummer Angriff. Wer ist eine würdige Zurdrachenritterin? Ja. Wie gesagt, ich finde das Azurblaue auch schön. Muss ich ja nicht hin. Narben der Seele, okay. Und danach sollte ich erstmal auskommen mit den Quests, weil wir die Steinwacht ist ein 41er Dungeon, soweit ich das gesehen habe. Steinerne Wacht 41er, ja. Und da kriege ich auch nochmal Erfahrung raus. C.
Oh, das wird mit dem Tod enden. Danke. Ungünstig gelandet, würde ich sagen. Ganz ungünstig gelandet. Dann machen wir den erstmal fertig. So. Justine. Wow. Schattenleben. Ach ja, wir sind wieder in einer Gruppe. Nein, die große Gefahr, ja. So, das war's schon. Könntest du wieder mein Taxi spielen? Ja, jetzt vorbei. Vielen Dank. Oh Leute, ein Lalafell muss da drin stehen. Ich finde das Auto einfach so cool. Vor allen Dingen, ich mache mal die Musik an. Wie war das? Waldmusik abspielen. Ja, ich habe noch später angefangen. Kristall strahlt, ja, ja, sehr schön. Der Drache in dir erlangt noch mehr Kraft. So, dann können wir wieder zurück. Mal nämlich hinten. Ich habe leider auch viele Sachen verpasst. Bei mir war das wirklich das Event, Final Fantasy 15 Event, das war bei mir so ein paar Wochen vorher, bevor ich angefangen habe. Ich habe mich so geärgert. Ich hoffe, dass das halt irgendwann mal in den Shop kommt. Oder dass das Event nochmal kommt. So wie das Yokai-Event. Vielen Dank. Moment. Seit dem Vorfall mit dem Destillierapparat bin ich mir sicher, dass Inquisitor Guillame alles in seiner Macht Stehende tun wird, um das Misstrauen der Ritter gegen uns zu schüren. Solange er uns im Weg steht, haben wir mit unserer Suche wenig Hoffnung auf Erfolg. Wir sollten mehr über ihn in Erfahrung bringen. Hör dich doch einmal bei den Leuten hier um. Vielleicht findest du heraus, welche Pläne der feine Herr Inquisitor tatsächlich verfolgt.
Beratschlage dich nach draußen im Hof mit Alfino. Beratschlage dich dann draußen im Hof mit Alfino. Er ist ein schlauer Bursche und hat sicher die eine Idee, wie wir die Information über Guillaume gegen ihn verwenden können. So, damit wir am Ende nicht wieder da doof rumstehen. Mit ihr musste ich reden, ne? Ja. Jetzt schnüffelst du also schon dem ehrenwerten Inquisitor Guillaume hinterher. Was auch immer du vorhast, denk ja nicht, dass ich mich für deine zwielichtigen Pläne einspannen lasse. Von mir erfährst du nichts. Ja, jetzt muss ich ja die Leute wieder suchen hier. Da ist einer, okay. Ist hier noch einer? Ja, den. Natürlich habe ich den verpasst. Inquisitor Guillaume? Natürlich kenne ich ihn. Allerdings habe ich ihn nur ganz kurz persönlich getroffen. Und zwar vor einigen Monaten bei seiner Ankunft an der Weißenfelsfront. Meine Erinnerungen sind etwas schwammig, aber ich weiß noch, dass in jener Nacht ein beißender Schneesturm tobte und ich zur Nachtwache eingeteilt war. Plötzlich bemerkte ich von dem Osttor im schwachen Schein der Feuerschalen eine Gestalt. Ich ging hinaus, um nachzusehen, wer sich dort so spät zu später Stunde herumtreibt. Und stieß auf den Inquisitor, der gerade angekommen war. Vor Überraschung muss ich unachtsam geworden sein, denn ich rutschte aus und verlor das Bewusstsein. Als ich erwachte, waren einige Tage verstrichen und ich lag hier in diesem Bett. Inquisitor Guillaume hat mich ins Hospital getragen und mir dadurch das Leben gerettet. Hoffentlich kann ich mich bei ihm bedanken, sobald ich wieder auf den Beinen bin. Sollen wir mal gegen den Trepetriat spielen? Wow. Ja, okay, ich krieg Barmut. Ordnung. Schade. Drei offen tauschen. Dann machen wir so. Ah, gewonnen. Sehr schön. Dann war hier noch einer, der Patrick. Seit Inquisitor Guillaume bei uns ist, hat er zahlreiche Heretiker enttarnt und ihre gerechten Strafe zugeführt. Ich arbeite Tag und Nacht für die gerechte Sache. Wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass solch ein rechtschaffender und gläubiger Mann seine schützende Hand über uns hält. Die Heilige Inquisition untersteht direkt der päpstlichen Kurie. Damit besitzt sie eine unanfechtbare Autorität, obwohl sie nicht direkt zu den großen Ritterhäusern gehört. Mehr kann ich dir darüber nicht erzählen. Und Alfino. Jetzt enttarnen wir den Burschen. Ich hätte mich wärmer anziehen sollen. Hier in Coetas ist es kälter, als ich erwartet hatte. Ich hatte gehofft, wir würden die Enterprise schneller finden, aber wir haben uns zu sehr in lokale Probleme verstricken lassen. Wir dürfen uns nicht länger von diesem intriganten Inquisitor aufhalten lassen. Er ist die letzte Hürde zwischen uns und unserem Ziel. Er ist zweifellos ein angesehener Mann, doch ich vermute stark, dass er eigene Pläne verfolgt. Warum sollte er uns sonst so derart behindern wollen? Vielleicht können wir ihn irgendwie aus der Reserve locken.
In der Software, alle, die es nicht besitzen, ja. Zu dem Thema Auto war das noch, genau. Der Bericht des verwundeten Ritters über die Ankunft des Inquisitors Guilherme hat mir zu denken gegeben, was hatte der Inquisitor vor dem Osttor zu suchen? Er hätte vom Westen kommen müssen. Und wenn wirklich ein Schneesturm tobte, wie der Ritter berichtet hat, dann ist es unwahrscheinlich, dass Inquisitor das Westtor passierte, nur um sich dann vor dem Osttor die Beine zu vertreten. Das finde ich doch sehr verdächtig. Seit unserer Ankunft habe ich niemanden durch das Osttor kommen oder gehen sehen. Sieh dich dort auch doch mal um und erkunde die nähere Umgebung. Vielleicht findest du Hinweise darauf, was in jener stürmischen Nacht passiert ist. Na komm. Schade. Vielleicht mit Anlauf. Na, verdammt. Gehen wir halt hier lang. Dann gehen wir den richtigen Weg. Was für eine Hundskatze. Doch ich darf mich von diesem endlosen Winter nicht klein kriegen lassen. Ein echter Ritter kennt keine kalten Füße. Dann gehen wir halt den richtigen Weg. Ein Drachenkadaver. Beziehungsweise das ist sogar ein lebender Drache noch, ne? Tatsache. Also kein Skelett meine ich damit. Nicht lebend, sondern kein Skelett. So. Schade. Keine Erfahrung für mich, schade. Ja, war ich zu langsam. Inquisitorenleiche. Sieht schon echt schick aus, der Drachen, finde ich. Man kann sogar auf dem stehen. Na, komm. Ja. Tatsache. So. Da haben wir den wahren Übeltäter gefunden. Du hast etwas gefunden? Das sehe ich dir förmlich an. Na los, spann mich nicht auf die Folter. Die päpstliche Erkennungsurkunde eines Inquisitors? Vermutlich hast du gerade die Bekanntschaft des echten Guilliames gemacht. Wahrscheinlich wurde er bei seiner Ankunft direkt vor der Burgmauer ermordet. Unser Guilliame hat dann seine Identität angenommen. Da er hier neu war und die Ritter nicht gewohnt sind, Inquisitoren in Frage zu stellen, dürfte seine Maskerade nicht so allzu schwierig gewesen sein. Doch mit dieser Urkunde halten wir einen handfesten Beweis für seinen Betrug in den Händen. Jetzt müssen wir nur noch seine wahre Identität aufdenken und seine Beweggründe herausfinden. Wir müssen schnell handeln, Zoles, und ihn überführen, bevor er merkt, dass wir ihm auf die Schliche gekommen sind. Stärke 5, Geschick 5, direkter Treffer 7, Konstitution 5. Ja, ist okay. Kann man nehmen.
Wir wissen nun mit Sicherheit, dass Guillaume der ein Betrüger ist. Doch ich fürchte, die Urkunde allein wird nicht reichen, Baron Drillemont von der Wahrheit zu überzeugen. Schließlich ist er uns gegenüber ziemlich misstrauisch eingestellt, woran nicht einmal die Empfehlungsschreiben von zwei Ritterhäusern etwas ändern konnten. Wir brauchen weitere Beweise und noch besser einen Zeugen. Wenn einer von Drillemonts Rittern unsere Anklage untermauern würde, hätten wir sicher bessere Chancen. Was hältst du davon, dem verwundeten Ritter Jolan die Ernennungsurkunde zu zeigen und vor unseren Vermutungen zu erzählen? Vielleicht erinnert er sich dann genauer, was in der Nacht seines Unfalls passiert ist. Es kann natürlich sein, dass er dir nicht glaubt, aber ein Versuch ist es wert. Wir müssen alles tun, um die Enterprise zurückzubekommen. So viel hängt davon ab. Oh, wie komme ich zu dem Vergnügen deines erneuten Besuchs? Inquisitor Guillaume, ein Betrüger? Mach dich nicht lächerlich, das ist völlig abwegig. Er ist ein Wächter des Glaubens und ein ergebener Diener der Kurie. Du musst dich einfach irren. Wenn du dir so sicher bist und mir nicht glaubst, dann sprich doch mal mit der Ritterin Ponila über deine Hirngespenste. Sie hielt in der Nacht meines Unfalls zusammen mit mir Wache. Du? Was willst du von mir? Ich habe dir nichts zu sagen. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Warum wedelst du mir mit diesem blutigen Papier vor der Nase herum? Damit habe ich nichts zu tun. Willst du mich etwa beschuldigen? Belästige mich nicht länger und verschwinde endlich. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Du. Du weißt alles, nicht wahr? Es musste ja irgendwann ans Licht kommen. Ich stand dicht hinter Jula, als er verunglückte. Er ist keineswegs gestolpert, sondern wurde von einem Drachen zu Boden geschleudert. Ich zog mein Schwert und stürzte aus dem Tor, um ihn zu verteidigen. Da drang eine flüsternde Stimme aus der Dunkelheit an mein Ohr. Sie war ganz sanft, doch sie verletzte mich schwerer, als es jede Drachenklaue vermocht hatte. Er wusste alles über mich, über meine Freunde und über meine Familie. Er kannte meine intimsten Geheimnisse, die ich niemandem anvertraut hatte. Er versprach mir, mich und Jolor zu verschonen, solange ich Schweigen bewahre. Andernfalls würde er uns beide und alle, die mir lieb und teuer sind, auf grausame Weise töten. Ich sah keinen anderen Ausweg, als auf seine Forderungen einzugehen. Und da trat ein Mann aus dem Schatten, der wie ein Inquisitor gekleidet war, doch unmöglich einer sein konnte. Gemeinsam trugen wir Jolan uns zum Hospital, woraufhin Inquisitor Guillaume als Lebensretter gefeiert wurde. Bald darauf begann der Wolf im Schaffels damit, unschuldige Leute der Häresie anzuklagen und hinzurichten. Als vorgebliche Beweise dienten jeweils Drachenaugen-Rosarien, die zufällig in ihrem Besitz gefunden wurden. Ich wollte Baron Drillemont alles berichten, doch aus Angst um meine Familie und Freunde traute ich mich nicht. So blieb ich tatenlos, bis Ritter Franze angeklagt wurde. Da hielt ich es einfach nicht mehr aus. Ich hatte den falschen Inquisitor zu einem Versteck südöstlich von hier verfolgt, wo er die Drachenaugen-Rosarien in einer Kiste aufbewahrt. Davon stahl ich einige und versteckte sie in Paketten, die an die Himmelswehr adressiert waren. Wie gehofft wurden sie gefunden und erweckten Zweifel an der Anklage gegen Franze und auch an den übrigen Heretikerprozessen. Das ist die ganze Wahrheit. Halone, vergib mir, dass ich nicht früher gehandelt habe. Keine Sorge, alles wird gut.
Ich soll nach der versteckten Kiste suchen, ich Idiot. Stur bist du ja, das muss man dir zugestehen. Doch auch ich bin kein Fähnchen im Wind, sondern ein Mann mit Prinzipien. Du verschwendest bei mir nur deine Zeit. Warum trägst du ein Drachenaugen-Grosarium bei dir? Und woher hast du diese Erinnerungsurkunde? Warum ist sie blutverschmiert? Ich hoffe für dich, dass du eine gute Erklärung für all das hast. Sonst muss ich dich der Inquisition übergeben. Der Inquisitor soll selbst ein Heretiker sein? Das ist doch unglaublich. Aber die Beweise und Zeugenaussagen sind erdrückend und lassen keinen anderen Schluss zu. Solas, ich habe dich und deine Freunde wohl falsch eingeschätzt. Dafür bitte ich aufrichtig um Verzeihung. Selbstverständlich werde ich euch Zugang zur steinernen Wacht gewähren, doch zuvor bitte ich dich um deine Unterstützung. Hilf mir und meinen Rittern, den dreisten Betrüger zu stellen und seiner gerechten Strafe zuzuführen.